Guten Morgen, Glück auf! Morgen. So, wir sind jetzt mal eben fix nach Dinkelsbühl gefahren. Ja. Weil wir gestern Abend von der lieben Nicoletta den Tipp gekriegt haben, dass wir hier unbedingt mal hin sollen, wenn wir romantische Städte mögen. Und das tun wir. Ja. Und das lag jetzt so halbwegs auf der Strecke. Wir ja. haben so ein bisschen unseren Plan ja. umgeschmissen. Was Bescheid, Nicoletta? Wir sind ja spontan. Und ja, jetzt schauen wir uns dann mal Dinkelsbühl an. Also so wie es von außen scheint, sieht schon mal gut aus. Ja, wir haben uns ein bisschen eingelesen. Also älteste, schönste Altstadt. Schönste Altstadt Deutschlands. Ich glaube sogar der Welt. Nein, Europas, Nein. Deutschlands. Wir nehmen erstmal Deutschland. Genau, laut Fokus. Ja, Fokus Money. Ja. Also von außen sieht es schon mal gut aus genau. und dann gucken wir mal, wie es da drin aussieht. Ja, wir stehen hier auf dem Parkplatz, ist gebührenpflichtig, jo. Den verlinke ich nochmal da unten. Kannst eigentlich ganz gut stehen, hinten ja. mit dem Überhang ein bisschen raus. Ja, also ich sehen? Sag mal, ja. dann passt das schon. Größere Fahrzeuge ist schlecht hier. Ja gut, also wir haben jetzt 7 Meter, 7 Meter ja, 40 geht eng, noch. Ne? Ja, aber ja, 7 Meter geht. Ja, 7 Meter 40 geht auch noch, komm. Traut euch mal was zu. Okay, so, hier gibt es aber auch Stellplätze. Ne? Ja, nur wir genau. wollen jetzt hier nicht übernachten, weil wir wollen gleich noch weiter. Wir gehen jetzt erstmal in die schönste Altstadt Deutschlands. So, machen wir das noch. Schick. Jo. Danke für den Tipp. Nicoletta. Echt jo. Schick. Also. Habe ich so gar nicht auf dem Kasten gehabt. Nee. Aber. Nee, richtig schön. Ja. Musik.
Jetzt haben wir uns so ein kleines Andenken aus Dinkelsbühl mitgenommen. Kleine Gefangene. Ja, ja. Sieht sehr lecker aus. Wollen wir mal gucken, wie er schmeckt. Jo. Jo, so. Wir werden jetzt mal weiterfahren. Nach Göppingen. Göppingen, genau. Wir wollen jetzt nach Göppingen. Ja. Also ganz ehrlich, super hier. Ja. Muss man unbedingt machen, wenn man hier in der Ecke ist. Finde ich, sollte man. Die ist totschick, die Stadt. Ja. Und ich freue mich, oder wir freuen uns, dass wir es gemacht haben. Dass wir den Tipp gekriegt haben. Dass wir den Tipp bekommen haben. Ja. Von der Nicoletta. Und ja, schönen Dank. Ja. Wir werden jetzt erstmal weiterfahren. Jo, genau. So, das ist unsere Ausbeute aus Dinkelsbühl. Angekommen in Würzburg. Jo. Wir waren jetzt gerade noch mal eben beim Matze. Mhm. Haben in Göttingen, in Göppingen übernachtet. Auf dem Stellplatz, ja. Genau, der Platz war umsonst. Den schreibe ich mal unten rein. Sonst haben wir gestern nichts gemacht in Göppingen. Nee, wir haben mal einen Losertag gemacht. Ja, nur hingestellt und sind dann heute Morgen zum Matze gefahren. Jo. Also Hollys Campergarage, wer ihn noch nicht kennt. Haben ein Käffchen getrunken, gefespert, oder wie sagt man? Ja. So, und sind jetzt nach Würzburg gekommen. Jo. Ist auch zugleich unsere letzte Station. Mhm. Aber wir werden morgen erstmal nach Würzburg reingehen. Ne? Jo. Das gucken wir uns noch gemeinsam an, denke ich. Jo. Wenn ihr wollt, wenn ihr mögt. Ja. Und wir stehen jetzt hier gerade auf dem Stellplatz. Das ist ein riesengroßer Parkplatz mit einem Bereich für Wohnmobile. Der Platz kostet 12 Euro, die Tageskarte. Du musst am Automaten Schranke. Schrankensystem. Ja. Strom gibt es auch, ist aber zu gemünzt, genau. Fähr- und Entsorgung? Weiß ich noch nicht, habe ich noch nichts gesehen. Müsste man nochmal... Ich glaube, hier gibt es kein Wasser, glaube ich. Ja. Müsste man vielleicht noch mal rüberschauen. Aber mit direktem Blick auf den Main. Jo, das ist schön. Genau, die ganze Reihe hier vorne am Main ist für Wohnmobile. Ja, und dann gehen wir einmal durch Würzburg noch mal schön schlendern. Ja. Und dann melden wir uns noch mal. Erstmal. Ja, aber wir melden uns dann noch mal. Genau. Ne? Was? Pisch gleich. Wie pisch? Pisch gleich. Pisch gleich. Alles klar. Dann bis morgen in Würzburg. In Würzburg. Oder morgen früh dann, ne? Ja. Was? Morgen früh. Ja. Aber du wolltest ja um 8 Uhr in Würzburg sein. Early Bird. Never thought it would be so hard. I grew up without a scar. Just living my life with no big worries. And I've always known what I want. Just didn't know what came along. Finding myself a much less happy. Back in the days I used to dream about one day. A life so amazing. Not everyone judging me. Don't wanna care about them. Though it hurts so bad. I wanna stay wide open. Cause if I shut down, it just gives them right. I wanna stay wide open. Ooh, 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 ooh. Ooh, 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 ooh. I wanna stay wide open.
Morgen. Jo, guten Morgen mit diesen schönen Bildern aus Würzburg. Leider ein bisschen diesig, neblig. Die hatten eigentlich ein bisschen mehr Sonne versprochen uns, aber naja. Bisschen gruselig. Was nun mal Wetter.de so sagt. Wir stehen jetzt hier gerade auf der alten Mainbrücke. Der Stellplatz ist da hinten. Also man kann laufen, man kann aber auch mit dem Parkticket eine Person umsonst Straßenbahn und Bus fahren. Mit dem Parkticket vom Wohnmobil, ne? Genau, von dem Parkplatz. Und ansonsten kostet ein Tagesticket pro Person 4,40 Euro. Ist günstiger als Einzelticket, wenn man jetzt hin und zurück will. Ja, also was wir bis jetzt gesehen haben, mir gefällt's. Ja, ja, wir laufen weiter. Ja, genau. I'm gonna lock my door and stay inside, away until I'm safe again. I have nothing more to put on. I'm defeated and withdrawn. Just trying to understand where it went wrong. Schön oldschool romantisch, ne? Christine schreibt noch Postkarten. Wer schreibt denn von euch noch Postkarten? Das würde mich mal interessieren. Schreibt das doch mal bitte in die Kommentare. I watch you as you dry. Do you know I'm looking? I can't help but smile. Do you know how much I love you? Oh, das ist der Hofgarten von der Residenz, ne? Ja, das ist der Südgarten hier. Südgarten. Genau. Blauer Salon. Dann haben wir da noch die Orangerie. Okay. Da hinten ist die Gärtnerei, die Hofgärtnerei. Inzwischen schon ein bisschen modernisiert. Dann gibt es hier noch einen Kräutergarten und Kräutergarten und dann noch die östliche Hofgarten und viel, viel Garten. Okay. Oh, oh. Du kannst hier auch rein, ne? Ja. Mit Führung 7,50 Euro pro per Erwachsene. Your favorite song on just
Voll geil, will ich auch haben. Orangerie. Hatten ja früher die Schlösser alle eigentlich, ne, um diese ganzen exotischen Pflanzen zu überwintern. Hier sind jetzt, so wie ich das sehen kann, Feigenbäume, Hochstämme, richtig alte Dinger, Lorbeerbäume. Schön. Nochmal zu dem Thema, will ich auch haben. Habe ich denn nicht letztes Jahr noch ein Gewächshaus gebaut? Also ehrlich. Ehrlich nicht doch. Gib dir die kleinen Finger, ne? Der halbe so, Körper weg. Obstgarten, Kräutergarten. Ja. Sehr schön hier. Sehr schön, oder? Unbedingt machen. Wenn ich das hier so sehe, muss man die Nummer nochmal im Sommer machen. Jo, oder im Frühjahr, wenn die Frühjahr so höher blühen. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. So, meine Lieben, jetzt machen wir was ganz Verrücktes. Jetzt hast du Marienburg hoch. Wir laufen. Ja. Das heißt, über die alte Mainbrücke hoch zur Burg, habe ich gerade gezeigt. Wahrscheinlich wieder 100.000 Treppen. Ja, ist jetzt auch aus dem Nebel raus. Ja. Und wir hatten vorhin einen freundlichen Würzberger Local in der Bäckerei. Wir haben uns noch einen Kaffee gegönnt und eine kleine Sauerei. Ja, eine Stärkung, sonst würden wir jetzt ja genau, Stärkung. Wir sind ja schon nur noch Haut und Knochen. Ja. Und der hat uns da wohl einen Weg gesagt, den wir gehen sollten unbedingt. Ja. Irgendwo rechts neben dem Dönerladen geht irgendwie so ein kleiner Trampelpfad hoch. Und den suchen wir jetzt. Ja, mal gucken. Mal gucken. Hier. Hier hoch. Also wir nehmen ja den vermeintlich kürzeren Weg. 25 Minuten. Ich muss so sagen. Kürzer. Na, der Mantaoni. Da oben ist er doch schon. Ein paar Streppen noch hier und dann geht's. Komm, Mäuschen. Ja. Ach, Mann, ey. Hat mal einer ein Sauerstoffzelt? Aber schöne Aussicht hier. Aber ist ja auch klar, je höher du kommst, desto schöner der Ausblick. So, 164 Stufen, sagst du? Bis hier, ich weiß ja nicht, ob da noch was kommt. Wir sind hier noch nicht da. Da ist, glaube ich, jetzt nur so eine Schräge. Kann man das sehen? Bist da oben hin? Da ist nur so eine Schräge. Ist da nur so ein bisschen schräg noch? Ja, und dann das geht machen wir alles nur, um euch da zu zeigen. Genau, uns interessiert überhaupt nicht.
Nee, aber war das mal eine Zugbrücke? War hier mal Wasser drum? Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Also geschichtlich sind wir ja auch ganz weit vorne, ne? Ja. Also wirklich. Boah. Fledermäuse, okay. Ist hier vielleicht die Burg von Dracula. Look out, here she comes. Woman that I love. It's too bad. Weiß Bescheid, ne? Mit Wohnmobil hier hochfahren ist nicht. Because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls. Or at least I try to be. Cause I hope that I'm not showing her. How I feel for her, but she won't feel the same for me. I've got this picture in my mind. It's just the two of us, just the two of us. But I know I have to try, try to let her go, because she won't be mine. I listen when she talks. I watch her when she walks. She's given me these feelings that I've never felt before. But she will never know that I love her so well. She's with somebody else and I will have to let her go. She will never know, na na. Never know, na na. She will never know, na na. Never know. Like she stole my heart without knowing she did. But I guess that it will pass. Yeah, I can't be the only one who got lost inside the blue of those eyes. Sag mal, was ist denn los mit dir? Jetzt wäre ich bald auf die Fresse geflogen. Sonst stolper ich immer über alles. Ich weiß gar nicht. Heute ein Stolperdach. Ja, überall Stolpersteine. Jetzt weiß ich auch gar nicht, ob das so zu sehen ist. Ich habe den Gimbal an. Der hat das wahrscheinlich ausgeglichen. Alter Falter, ey. I've gotta let her go. I know it won't be easy. I wanna hold her close. But I have to try, try as hard as I can. Cause she'll never be mine. I listen when she talks. I watch her when she walks. She's giving me these feelings that I've never felt before. And she will never know that I love her so well. She's with somebody else and I will have to. Das war jetzt unsere letzte Station hier. Und mit diesen Bildern? Von der Marienburg, Marienberg. Was? Der Marienberg. Ach so, Festung die. Marienberg. Auf jeden Fall wollen wir euch mit diesen schönen Bildern verlassen. Genau, unser Urlaub ist jetzt hier zu Ende. Und unbedingt machen Würzburg, wenn ihr hier seid. Auch hochlaufen, wunderbar. Ich meine, im Sommer fährt auch ein Bus hier hoch. Dauert auch keine 20 Minuten oder 25 Minuten, die da unten dran stand. Das geht schneller. Genau. Nein, sehr schön. Hat sich mal wieder gelohnt, durch Deutschland zu cruisen. Ja, auf jeden Fall. Muss man schon sagen. Ja. Und ja, vielen Dank,
dass alle dabei waren. Ja. Dass die ganzen Kommentare gekommen sind, dass auch viele Hinweise gekommen sind. Ja, wie zum danke Beispiel von mal. Nicoletta. Nicoletta für Dinkelsbühl. War ein sehr schöner Abstecher. Mhm. Und die ganzen Daumen hoch und dergleichen, ihr wisst das ja. Genau. So. Ja, die Reise endet hier. War schön. Mal wieder schön. Mal wieder Spaß gemacht. Ja. Günner hat gut durchgezogen. Alles kein Problem. Ob Schnee, Glatteis oder die Höhen. Nee, wunderbar. Wunderbar. So, jetzt machen wir uns an den Abstieg und dann war es das. War es das für uns heute. So schnell sind 3 Wochen um. Bis okay. Bald. Ja, bleibt sauber, macht's gut. Wir sehen uns im nächsten Video. Wenn ihr mögt. Wenn ihr mögt. Bis genau. Dann. Ciao. Bis bald. Beautiful stars, I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me.